Jetzt beginnt die UEFA Champions League. Es ist eine wirklich imposante Geräuschkulisse für ein mit Spannung erwartetes Spiel. Jetzt wird die UEFA Champions League-Hymne gespielt. Aufstellung. Gefahr gebannt. Versucht die Gasse zu finden. Da teilt er sich durch. Der FC Barcelona hat hier wohl nur eine Philosophie: Ballbesitz. Für viele Trainer, die glauben das Richtige. Da, sie bekommen hier den Freistoß. Das könnte durchaus eine Karte geben. Nee, der Unparteiische will nur ein ernstes Wörtchen mit ihm reden. Schuss aufs Tor in den ersten 45 Minuten. Wie ich finde, ein 0:0. Auf geht's zur zweiten Hälfte. Es ist bis dato ein ziemlich umkämpftes Spiel. Mal sehen, ob das jetzt anders wird. Er schießt. Ja, schön gehalten. Klasse, ganz stark. Der Dank geht an den Torhüter. Spielt ihn lang. Sie waren doch in der...
langsam aber sicher könnte mal ein Tor fallen. Versucht die Gasse zu finden. Sucht die Lücke. Ja, guter Ball. Bei dem Konter war eine Menge drin, aber sie haben es versemmelt. Vidal. Vidal. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. An der Seitenlinie tut sich was. Sieht so aus, als gäbe es einen Wechsel. Versucht den Pass da durch die Gasse. Piqué. Raus auf die linke Bahn. Rakitic. Die Nachspielzeit hat begonnen. Versucht da durchzustecken. Und der Konter läuft. Da geht er durch. Gute Aktion des Torwarts. Es gibt eine Menge Torhüter. Ende der Schlusspfiff ertönt. Es gibt Tage, an denen muss man mit einem Punkt zufrieden sein. Heute war so einer. Also Mutter putzen und weitermachen. Ein Auftakt, so, so, lala. Nichts ist gewonnen. I should fuck her in the best.